Also, ich erzähle mal am Anfang, bevor ich lese, wie dieses Buch zustande gekommen ist und worum es darin geht. Und zwar war das so, als ich diese bereits erwähnte Taz-Kolumne hatte, vor 4, 5 Jahren oder was, oder 6 Jahren, irgendwann hat das angefangen. Dann war es eine Kolumne, die eine feministische Kolumne war, das war irgendwie klar, und es ging irgendwie um Sex. Aber es war irgendwie nicht so richtig eine politische Kolumne. Also obwohl es irgendwie feministisch war, aber es ging irgendwie so ein bisschen um, ja, ich bin halt selbstbestimmt, so, Punkt. Und das war eigentlich fertig, so der politische Anteil daran. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich ein Buch schreiben will. Und wusste als erstes den Titel, weil ich irgendwie untenrum Freiheit finde ich eine schöne Formulierung, weil einerseits ist es so mega spießig wie beim Arzt und andererseits ist es aber auch so ein bisschen. Weiß nicht, irgendwie fand ich es nett. Und ich wusste aber noch nicht, ob wird das jetzt ein Roman oder was wird das? Ein Arztroman? Nee, aber so, was wird das eigentlich? Und ich dachte, ja, es wird schon irgendwie ein Sachbuch, aber auf welche Art? Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen darüber, was eigentlich so meine politische Haltung in diesen ganzen Fragen ist. Über den Punkt hinaus, ja, Leute sollen halt über sich selber bestimmen. Und dann habe ich zwei Beobachtungen gemacht, die zu dem Buch geführt haben, und zwar einmal die Beobachtung, dass Leute, wenn sie über das Verhältnis von Gesellschaft und Sexualität sprechen, auch davon sprechen, dass wir in einer übersexualisierten Gesellschaft leben. Also, dass wir von Sex permanent umgeben sind, dass wir eigentlich Sex überall sehen, in der Werbung, in den Medien, auf Plakaten. Und dass Leute davon teilweise überfordert sind oder auch so ein bisschen abgestumpft sind. Oder auf jeden Fall scheint es allgegenwärtig. Und ich bin aber zu dem Schluss gekommen, als ich so drüber nachgedacht habe, es stimmt nicht. Also die meisten Male, wenn davon die Rede ist, dass wir in einer übersexualisierten Gesellschaft leben, dann meinen wir nicht Sex als Handlung, der ständig präsent ist, weil das wäre irgendwie ein bisschen komisch und auch ein bisschen eklig. Also wir sehen selten zum Beispiel Sex als Handlung in der Werbung, super selten. Also auch weil Kinder und so. Und oder auf Plakaten so. Das gibt es eigentlich nicht. Und was wir da sehen und was wir so sehr damit verwechseln, dass wir es nicht merken, sind Frauenkörper. Nackte Frauenkörper oder Teile von Frauenkörpern oder halbnackte Frauen, die uns immer irgendwie sagen, hier geht es um was Sexuelles. Und warum ist das so? Warum haben wir uns so daran gewöhnt, das zu verwechseln? Ja? Warum ist das so, wenn zum Beispiel ein keine Ahnung, die weiß was, Hamburger Morgenpost oder was, macht ein Titelbild zum Thema, ja, es gibt irgendwo so eine Prostitutionsgegend, die jetzt nicht die Reeperbahn ist, sondern irgendwas anderes. Und dann steht da so Hamburgs neue Sexmeile und man sieht so eine Frau in Unterwäsche. Aber es ist nur die Hälfte, weil offenbar gehen da auch Männer hin, um Sex zu haben, aber die zeigt man nicht. Warum? So, als würde das reichen, weil wenn da nur Frauen in Unterwäsche wären, dann wäre ja noch nicht Prostitution. Und abgesehen davon, dass das wahrscheinlich einfach ein Unterwäschemodell war. Oder ein Buch aus der über die Moralvorstellung in der Adenauerzeit und wie sich das so langsam angefangen hat zu wandeln in Deutschland. Und das heißt, als der Sex nach Deutschland kam und was wir darauf sehen, sind zwei nackte Frauenbeine. Und aber warum Frauen? Ja, es ist gar nicht so, also wenn man Leute fragt, warum das so ist, dann sagen sie meistens, ja, Sex sells und Frauen sind halt irgendwie so ästhetischer als Männer oder schöner. Und wenn man sie aber dann fragt, auf wen sie stehen, dann kommt am Ende nicht raus, dass die allermeisten Leute halt auf Frauen stehen. So, es müsste ja wesentlich mehr Lesben geben, wenn das so wäre, ja, oder Bisexuelle oder wie auch immer. Aber es scheint so was zu sein, woran wir uns gewöhnt haben, das zu behaupten, aber warum ist das so? Und die andere Idee war, es gibt diesen Begriff der sexuellen Revolution. Und ich fand den irgendwie immer interessant, habe mir aber nie so richtig drüber Gedanken gemacht, so warum sagt man das eigentlich? Warum beschreibt man irgendwie die Zeit Ende der 60er Jahre als sexuelle Revolution? Was war da los? So, es klingt ja irgendwie ganz geil. Und wenn man sich aber anhört, was Leute berichten über die Zeit damals, dann ist es oft so, dass das, was die Männer erzählen, sagen, ja, war schon ganz geil, wir haben halt mit allem gefickt. So. Und die Frauen sagen so, es war mega anstrengend. Und, so. Und dann gab es halt die Frauenbewegung hinterher, weil offenbar irgendwie noch nicht alles
erledigt war. Und ich bin da so beim Recherchieren und mit Leuten reden und so dazu gekommen, dass dieser Begriff sexuelle Revolution eigentlich doppelt missverständlich ist. Und zwar, weil sexuell nicht klar ist und Revolution ist nicht klar. Und man sagt es so, weil es irgendwie so ganz gut klingt, aber ich glaube, dass sexuell eigentlich falsch ist als Bezeichnung, weil Sex gar nicht für alle befreit wurde. Es gab neue Themen im Bereich von Sexualität, die öffentlich gemacht wurden und so, und auch neues Wissen, was zugänglich gemacht wurde, und auch neue Lebensformen. Aber es war nicht so, dass dann plötzlich alle viel und guten Sex hatten. So. Und Revolution ist in dem Sinne missverständlich, als nicht wirklich grundlegende gesellschaftliche Strukturen sich komplett gewandelt hätten. Sondern es kamen neue Themen auf und so, aber es war kein Umsturz in dem Sinne, wie man sich eine Revolution vorstellt. Und diese beiden Beobachtungen, das eine zur Übersexualisierung und das andere zur sexuellen Revolution, haben dazu geführt, dass ich meine These aufgestellt habe. Die These heißt, wir können nicht untenrum frei sein, wenn wir es obenrum nicht sind. Und untenrum frei heißt bei mir sexuell frei und obenrum frei heißt bei mir politisch frei, frei im Kopf, frei von Rollenbildern, Mythen, Vorstellungen davon, was ich gehört für eine Frau, was ich gehört für einen Mann und welcher Teil der Welt uns zusteht. Und das klingt für manche banal und für manche total abgedreht, kommt drauf an. Und ich glaube, es ist deswegen nicht komplett banal, weil viele Leute der Meinung sind, dass wir heute im Großen und Ganzen sexuell frei sind. So, wir können halt Sex haben, wie wir wollen, so ungefähr. Es ist für manche jetzt nicht so ganz gleich, wen sie dann zum Beispiel heiraten können oder wo sie Kinder adoptieren können, aber im Großen und Ganzen, naja, es geht schon. Und dann gibt es so ein paar politische Probleme mit offensichtlichen Problemen von Gleichberechtigung, Gleichbezahlung und so weiter und wer irgendwie die ganze Familienarbeit macht und Kinder erzieht und so. Aber das wird sich in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten oder so, wird sich das schon noch so regeln, wenn wir sozusagen warten, weil es geht ja von allein in die richtige Richtung. Und ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das unterschiedliche Freiheiten sind, von denen wir da sprechen, also einmal im sexuellen und einmal im politischen, sondern ich glaube, dass beides dieselbe Frage ist, nämlich die Frage, was wir uns als Subjekte erlauben, wann wir Objekte sein können und wann nicht und wem welcher Teil der Welt zusteht. Und das ist im Kleinen eigentlich genau dasselbe wie im Großen. Und im Kleinen halten wir es manchmal für zu intim oder zu persönlich, um drüber zu reden. Und im Großen halten wir es manchmal für zu unverständlich oder komplex oder so lange aufgebaut, dass es schwer ist, es zu zerschlagen. Und ich glaube, deswegen macht es Sinn, das zusammenzusehen. So, jetzt habe ich viel gelabert, jetzt labere ich noch mehr, weil ich lese aus dem ersten Kapitel. Das Buch ist so aufgebaut, dass ich das anhand von mir selber erzähle. Am Anfang bin ich klein, also am Ende bin ich immer noch klein, aber erwachsen. Und ich lese jetzt den Anfang. Das Kapitel heißt nicht als Prinzessin geboren. Am Anfang ist alles ein Spiel. Ich bin viel. Und das neue Fahrrad ist der Knaller. Ich liebe es. Es ist rosa-weiß und hat pinke Stützräder gehabt. Die ersten Male durfte ich noch mit ihnen fahren, immer hinter meinem Bruder her. Das ging ganz leicht. Dann nimmt mein Vater die Stützräder an einem zunächst schönen Samstagvormittag ab und sagt, das kannst du jetzt auch so. Also los, auf den Spielplatz, auf den abends die coolen Kinder mit ihren BMX-Rädern wilde Sachen machen. Los und rollen, fahren, nein, nicht mit den Füßen abstützen, fahren, fahren, fahren. Vater schiebt ein Stück, lässt los, oh, es geht gut, ui, guck, wie gut es geht und voll auf die Fresse. Hingefallen. Bei diesem Sturz passieren zwei Dinge. Erstens, ich falle so blöd, wie es nur irgendwie möglich ist, mit den Händen in Glasscherben. Scheiße genug. Es ist Berlin-Neukölln und 1990, Flaschen auf dem Boden gehören zum Ambiente. Eine Scherbe bohrt sich in meine rechte Hand, die Stelle am Handbein sieht noch Wochen später aus wie ein Stück Schinken, nackt und rosa. Zweitens, der Lenker rammt sich mir zwischen die Beine. Aua. Die erste Sache ist auffällig und blutet. Die zweite Sache ist unauffällig und ich sage kein einziges Wort. Wie denn auch? Wie soll ich sagen, dass ich mir an meiner Dings wehgetan habe? Dings, wie heißt das? Mumu, Muschi, unten, untenrum. Aua, soll man nicht drüber reden. Aua, dann bin ich halt jetzt kaputt, denke ich. Besser als was sagen zu müssen. Was sagen wäre peinlich. Warum eigentlich untenrum? Unten sind ja eigentlich die Füße. Zu Hause verarztet meine Mutter mir die blutende Hand und zum Trost kriege ich eine Capri-Sonne. Es tut auch bald kaum noch weh.
Aber warum habe ich nichts gesagt und warum schäme ich mich? Gute Frage, lange Antwort. Das Wort Scham kann verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits steht es für ein Gefühl von Verlegenheit oder Blöße, etwas Unangenehmes. Und andererseits steht es in der gehobenen Umgangssprache für die äußeren Geschlechtsorgane des Menschen, insbesondere beim weiblichen Geschlecht, die Vulva. So ist es in der Wikipedia formuliert. Wir sprechen von Schamlippen und Schamhaaren, als würde sich dahinter etwas Verbotenes verbergen. Aber ist das so? Ist die Scham etwas, wofür sich irgendwer schämen müsste? Und müssten sich Jungs dann nicht eigentlich viel mehr schämen als Mädchen, weil bei den Jungs alles raushängt und bei den Mädchen alles halbwegs ordentlich drinnen liegt? Simone de Beauvoir verwendet in ihrem Buch Das andere Geschlecht nicht wenige Seiten darauf zu erklären, was unsere Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit damit zu tun haben, dass Jungs häufiger mit ihren Pimmeln spielen und Mädchen seltener mit ihrer Vagina, weil sie innen liegt. Sie beschreibt das Gefühl, das daraus erwächst, dass Mädchen ihre Geschlechtsteile nicht auf die Art in die Hand nehmen können wie Jungs. Es ist nicht unbedingt Neid, wie Sigmund Freud behauptet, aber doch die Feststellung, dass so ein kleines, baumelndes Ding interessant sein kann. Mit einem Penis kann man seinen eigenen Namen in den Schnee pinkeln. Also sobald man schreiben kann. Aber dann. Und das ist sehr viel. Wenn Beauvoir über den Penis schreibt, dann klingt das bisweilen belustigend philosophisch. Später, so schreibt sie, wird der Knabe seine Transzendenz und seine hochmütige Unübertrefflichkeit in dem Geschlechtsorgan verkörpern. Man könnte sagen, ein bisschen übertrieben, Transzendenz und Penis, was soll das? Aber tatsächlich war sich selbst Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einer der einflussreichsten deutschen Philosophen, nicht zu fein, in seinem Hauptwerk auch übers Pullern zu schreiben. Ein Meilenstein des Idealismus. In der Phänomenologie des Geistes von 1807 schreibt Hegel im Abschnitt über die beobachtende Vernunft: Das Tiefe, das der Geist von innen heraus, aber nur bis in sein vorstellendes Bewusstsein treibt und es in diesem stehlen lässt, und die Unwissenheit dieses Bewusstseins, was das ist, was es sagt, ist dieselbe Verknüpfung des Hohen und Niedrigen, welche an dem Lebendigen die Natur in der Verknüpfung des Organs seiner höchsten Vollendung, des Organs der Zeugung und des Organs des Pissens naiv ausdrückt. Das unendliche Urteil als Unendliches wäre die Vollendung des sich selbst erfassenden Lebens, das in der Vorstellung bleibende Bewusstsein desselben aber verhält sich als Pissen. Das heißt, Hegel vergleicht den Geist und alles, was der Geist so kann, mit dem Penis und allem, was der Penis so kann. Natürlich meint Hegel mit Vollendung nur das männliche Geschlechtsorgan und nicht das weibliche. Wie sollte er auch anders, wo er an anderer Stelle erklärt, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist der des Tieres und der Pflanze. Ich finde das übrigens immer verrückter, je häufiger ich das lese, weil zum Beispiel, also wenn man sich wie Hegel überlegt, so was, welches Körperteil gibt es am Körper, was so multifunktional ist und sehr verschiedene Dinge kann und irgendwie, dann würde ich zum Beispiel auf die Hand kommen, als Beispiel, oder auf den Mund oder so, aber Hegel nimmt den Penis. Es muss einiges passiert sein, bis ein großer Philosoph an sich herunterguckt und höchste Vollendung sieht. Ja, es muss einiges passiert sein, und doch ist Hegel nicht so besonders damit. Manchmal denke ich, wenn alle Männer, die stolz auf ihre Penisse sind, einander Huckepack nehmen würden, einer über den anderen, dann würden sie bis zum Mars reichen und wahrscheinlich würden sie selbst dort ein kleines grünes Mädchen finden, das unglaublich froh über sein kleines grünes Pümmelchen wäre. Quatsch, sagt dann mein Freund Todd, Männer sind so unsicher, was ihren Schwanz betrifft, zu klein, zu groß, zu schief. Gut, sage ich, allerdings lässt mich die schiere Menge an Dickpics, also Fotos von Penissen, die in Chats versandt werden, daran glauben, dass die Reihe zum Mars sich problemlos vollkriegen ließe, selbst wenn eine große Anzahl Jungs und Männer dabei auf der Erde bleiben würde. Warum denken Männer, sie könnten mit einem Bild ihres Gemächts eine Konversation starten, wenn nicht aus dem Gefühl heraus, dass es ein geiles Gemächt ist? Und ist das schlecht? Sind Feministinnen nicht immer dafür, den eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben und für Selbstbewusstsein und all das? Ja, sind sie. Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn Männer ihre Penisse toll finden. Alle Menschen sollen alle ihre Körperteile toll finden können, egal ob hinterm Ohr oder zwischen den Beinen. Es kann sogar sehr lustig sein. Es gibt einen Blog, das heißt Things My Dick Does, in dem ein Penis aus San Francisco der Protagonist ist. Er betrinkt sich, versucht sich im Gewicht heben, wird geküsst und schläft selig. Ein süßes Kerlchen. Aber es gibt ein kleines Ungleichgewicht. Die Penispräsenz ist sehr stark im Vergleich zur Vulvapräsenz. Wie weit muss man gehen, um weibliche Geschlechtsorgane zu sehen und wie weit für männliche?
in echt oder in künstlich. Wenn sie Glück haben, nur bis zum nächsten Park, dann steht da ein Springbrunnen, wo irgendein kleiner dicker Engel Wasser strömt. Wenn sie Pech haben, steht da ein Exhibitionist. Oder sie gehen ins Einkaufszentrum, da gibt es Pümmellutscher bei Nanuna, nahe diesem Laden für billige Geschenke. Sie stehen neben den Oscars aus Plastik, wo bester Opa draufsteht. Bei Amazon kann man eine Wärmflasche bestellen, die erotische Wärmflasche mit Pümmel heißt. Das Pendant dazu wird oft zusammengekauft, ist die erotische Wärmflasche mit hübschen Brüsten. Und so seltsam es ist, sich eine Wärmflasche mit Plüschpümmel zu kaufen, so wenig sind Brüste das Pendant zum Penis. Der Penis ist präsent, die Vulva nicht. Stattdessen wird sie Vagina genannt und viele wissen gar nicht, dass die Vagina nur innen ist, also das Loch. Oder wie Wikipedia sagt, der Schlauch. Und das ganze Ding drumherum Vulva heißt, also Venus für Gescham mit dem Klitoris. Musste ich auch erst lernen. Klingt manchmal immer noch komisch für meine Ohren, irgendwo zwischen Volvo und Pulpo. Wenn man eine Frau beleidigen will, kann man sie Fotze nennen. Man beschimpft sie mit ihrem Geschlechtsorgan, so als wäre das etwas Schlechtes. Bei Männern funktioniert das nicht, zumindest nicht auf Deutsch. Du Pimmel, das sagt man nicht. Man kann einen Mann einen Schwanzlutscher, einen Wichser oder einen Schlappschwanz nennen, aber dann geht es eher um Dinge, die man mit einem Penis tun kann oder eben nicht tun kann, aber nicht um den Penis selbst. Der Penis scheint nicht nur präsenter, sondern auch positiver besetzt zu sein als die Vulva. Fußnote, das ist auf Deutsch so, aber auf andere Sprachen, da ist es ein bisschen gleichberechtigter. Also zum Beispiel auf Englisch kann man jemanden ein Dick nennen und ein Dick ist ein Schwanz oder jemand, den man doof findet. Und auf Polnisch geht es auch, es gibt das Wort Hui und Hui ist ein sehr abfälliges Wort für einen männlichen, irgendwie jemanden, den man nicht mag und oder für einen Penis. So weit, so nicht so schön. Aber was heißt das? Was hat das mit der Geschichte von mir als Vierjähriger zu tun und soll eine solche Anekdote von einem kleinen Fahrradunfall als Ursprung oder als Symptom von irgendwas herhalten? Warum erinnere ich mich überhaupt daran? Und wieso schweife ich dann so weit ab, bis es um Wärmflaschen geht, die sowieso niemand kauft, außer vielleicht als Witz? Wenn wir über Macht und Freiheit sprechen wollen, müssen wir erstens früh und zweitens im Kleinen anfangen. Früh heißt, wir müssen uns ansehen, ab wann das losgeht, dass wir uns Handlungen oder Worte entweder selbst verbieten oder sie uns von außen verwehrt werden. Und im Kleinen heißt, es kann nicht nur darum gehen, wer sich traut, Bundeskanzlerin zu werden. Auch die scheinbaren Nebensächlichkeiten zählen. Wo entscheiden wir uns, uns zu beschränken und wo werden wir beschränkt? Wo könnten wir freier sein, als wir es heute sind? Denn Macht ist etwas, das im Kleinen und im Großen wirken kann, wie Ibuprofen. Macht regelt, welche Jobs wir annehmen, aber auch, welche Unterhosen wir tragen und überhaupt Unterhosen. Wenn wir davon ausgehen, dass Geschlecht und Macht zusammenhängen, dann müssen wir auch über die Dinge reden, die uns banal oder peinlich vorkommen. Wir müssen verstehen, wo und warum uns als Frau oder als Mann nur bestimmte Möglichkeiten gegeben sind und andere nicht. Dabei wird es um die kleinen, nervigen Dinge gehen, aber auch um Leben und Tod. Ich bin 5. Und in der Vorschule bin ich beim Vater-Mutter-Kind-Spielen ziemlich oft der Hund. Weil ich noch nicht besonders gut Deutsch kann und überhaupt auch nicht gern rede. Verstehen kann ich ganz okay, reden geht so, also bin ich der Hund, gelegentlich das Pony. Ich bin neu in der Gruppe und die eine Erzieherin, die mich noch nicht kennt, steht mit einer anderen Erzieherin am Fenster und nickt in meine Richtung. Junge oder Mädchen? Fragt sie die andere. Mädchen, sagt die Margarete aus Polen. Zack. Junge oder Mädchen? Ich habe das gehört, verdammt. Ich trage die Klamotten von meinem Bruder, weil das praktisch ist, und einen Topfhaarschnitt, weil meine Mutter will, dass ich aussehe wie Mireille Mathieu, die Sängerin. Das klappt so mittelmäßig. Ich sehe offenbar eher aus wie ein Beatle mit Bärchenpulli. Junge oder Mädchen? Hallo? Mädchen? Am Wochenende darauf fährt meine Familie in den Britzer Garten. Der Britzer Garten ist wie Disneyland ohne Disney. Da war mal Bundesgartenschau 1985 und jetzt ist da, naja, Landschaft mit Wegen und Spielplätzen. Ich renne rum und klettere auf alles, was geht. Ich liebe Klettern. Ich bin stolz, wenn ich höher komme als mein älterer Bruder. Und ich stelle mir vor, ich könnte wie ein kleiner Affe im Baum schlafen. Aber mit einer Sache gebe ich mir an diesem Tag ganz besonders Mühe. Ich versuche, möglichst hoch zu sprechen. Ich piepe, damit man merkt, dass ich ein Mädchen bin. Das habe ich mir überlegt als Trick, damit die Leute das checken. Ich kann mir als Fünfjährige nicht einfach neue Klamotten kaufen oder mir über Nacht lange Haare wachsen lassen, also halte ich das mit der Stimme für eine sinnvolle Notlösung. Ich piepe wie eine Prinzessin.
Also so wie ich denke, dass Prinzessinnen piepen. Irgendwelche Zeichentrickfilme müssen mich inspiriert haben. In echt klinge ich vermutlich wie ein Hamster, um den man langsam die Faust schließt. Das ist albern. Warum mache ich das? Warum gebe ich mir solche Mühe, ein ganz bestimmtes Bild zu erfüllen? Warum will ich auf gar keinen Fall als Junge gesehen werden? Ich würde mein 5-jähriges Ich heute gerne fragen können, aber wahrscheinlich würde da gar nicht so viel mehr rauskommen, als weil ich halt ein Mädchen bin. Und dann würde dieses Ich wieder wegrennen und auf den nächsten Baum klettern. Meine Mutter sagt heute, sie ist immer noch stolz darauf, wie süß ich war und wie gut sie meinen Haarschnitt hingekriegt hat. Du sahst noch viel schöner aus als Mireille Mathieu. Aber ich wollte nicht wie Mireille Mathieu sein. Ich wollte sein wie eine verfickte Disney-Prinzessin. Und ich gab mir dabei alle Mühe. Vielleicht war das der erste Moment in meinem Leben, in dem ich merkte, so eine Geschlechterrolle wird sich nicht von selbst spielen. Mädchen sein erfüllt sich nicht von alleine. Es ist ein Tun. Das ist es, was die Formulierung Doing Gender meint. Wir müssen es tun, und zwar ständig. Und das kann Arbeit sein. Natürlich dachte ich das nicht als Kind. Das Wort Gender hörte ich erst viele Jahre später. Aber offenbar hatte ich eine Ahnung, dass es Muster gibt, in die man passen kann oder eben nicht. Meine Empörung darüber, wie man denn bitte nicht sehen kann, dass ich ein Mädchen bin, zeigt auch, ich hätte mir selbst eine Abweichung nicht erlaubt. Man kann zwar untersuchen, ab wann Kinder sich zum ersten Mal einem Geschlecht zugehörig fühlen, aber es wäre naiv zu denken, das sei der Zeitpunkt, ab dem das Geschlecht für sie relevant ist. Die Kategorien Mädchen oder Junge sind von Anfang an da. Es gibt nicht den einen Moment, in dem man im großen Theater der Geschlechterrollen auf die Bühne geschickt wird. Wenn es diesen Moment gäbe, in dem man die Bühne betritt, auch wenn man noch keinen Text zu sprechen hätte, so ist es der Tag, an dem die Mutter bei der Ultraschalluntersuchung den Satz hört, es wird ein Mädchen oder es wird ein Junge. Obwohl viele Eltern heute von sich behaupten würden, dass sie ihr Kind nicht nach Stereotypen erziehen wollen, sondern ihm alle Freiheiten der Welt lassen möchten und obwohl sie das wirklich so meinen, wird die Mutter die Tritte ihres Kindes in ihrem Bauch schon anders interpretieren, wenn sie das Geschlecht des Ungeborenen kennt. Ein Mädchen wird sie als ziemlich aktiv wahrnehmen, einen Jungen wird sie energisch oder kräftig nennen. Und wenn andere Menschen erfahren, dass sie schwanger ist, dann fragen sie, was wird es denn? Kaum jemand formuliert es so, welches Geschlecht wird es denn haben? Mit der Frage, was wird es denn, ist jedem klar, was gemeint ist, weil Geschlecht so eine grundlegende Kategorie ist. Allenfalls fragt man noch Junge oder Mädchen. Aber was fängt man mit dieser Info an? Ah, es wird ein Junge, dann wird es ja was, Kranführer? Die Information Mädchen oder Junge ist nicht nur deswegen interessant, wenn man sich dann Gedanken über einen Namen für das Kind machen kann, sondern auch, weil wir damit bestimmte Vorstellungen verknüpfen, wie das Leben dieses Kindes aussehen wird und was die Eltern mit ihm anfangen können. Wie viele Väter nehmen sich vor, mit ihren Söhnen ins Fußballstadion zu gehen, während beim werdenden Sohn noch nicht einmal die inneren Organe fertig sind? Am Anfang ist alles ein Spiel. Aber ein Spiel, bei dem man nicht gefragt wird, ob man Lust hat, mitzuspielen. Und man spielt eben doch den ganzen Tag. Dankeschön. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Als allererstes möchte ich mit dir über Sprache bzw. Sprachlosigkeit noch ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast ja jetzt am Anfang des Buches nicht nur aufgezeigt, dass du dein Untenrum nach einem Sturz nicht benennen kannst und dann lieber gar nicht erst erwähnst, dass du dich an der Vagina verletzt hast, sondern du berichtest später im Buch ja auch noch von viel krasseren Situationen von Sprachlosigkeit, wo du keine Worte für einen erlebten Übergriff gefunden hast. Und dann erst Jahre später mit Mitte 20 überhaupt gelernt hast, was ein Übergriff ist. Und deswegen wollte ich über Sprachlosigkeit sprechen. Kannst du kurz erklären, warum es so wichtig ist, Sprache zu haben und was das mit untenrum frei sein zu tun hat? Also das ist tatsächlich ein sehr wiederkehrendes Motiv in diesem Buch, dass es immer wieder um Situationen gibt, die mir passieren oder die so Situationen sind, die viele andere Leute auch kennen, dass etwas passiert und das passiert auf irgendeine Art überraschend oder plötzlich und ich weiß eigentlich nicht, was da gerade los ist und das gibt es, also das passiert auf sehr unterschiedlichen Niveaus, also manchmal ist es ein blöder Spruch von jemandem und manchmal ist es aber auch eine Vergewaltigung oder ein Übergriff auf der Straße, wo jemand mich so wegzerrt und
Und ich weiß jedes Mal im ersten Moment oder für eine ganze Weile nicht, was ich entweder dem Gegenüber sagen soll oder wie ich das nennen soll, was da passiert ist. Und immer ist der Moment, wo ich entweder was antworte oder drüber sprechen kann, der Moment, wo ich wieder Macht zurück über die Situation erlange, weil ich erzählen kann, was es ist, oder weil ich antworten kann. Und das ist in diesem ganzen Bereich von sexueller Freiheit und Gleichberechtigung und Feminismus und so, es ist ja für viele Leute so, dass wir im Großen und Ganzen so unseren Tag leben und dann passieren aber ab und zu Sachen, die uns entweder so ein bisschen schockieren oder auch müde machen oder irgendwie auf jeden Fall dann doch überraschend kommen. Wir stehen im Bus und irgendwer fasst uns blöd an oder jemand macht in einer Besprechung irgendwie einen blöden Kommentar oder so. Und es kommt dann meistens doch irgendwie wieder überraschend aus, es sind halt immer wieder dieselben Leute, dann ist man nicht so überrascht. Aber oft sind das so Momente, wo man so kurz denkt, was ist das gerade passiert? Hat er das gerade gesagt? Hä? So, weil es einfach irgendwie nicht unseren inneren Standards entspricht dafür, was sich gehört und weil wir das selber vielleicht nicht tun würden. Ne? Und ich glaube, dass es für diese Momente sinnvoll ist und das kann ein super schwieriger, ätzender, beschissener Prozess sein, sich sehr genau zu überlegen, was ist meine Version dieser Geschichte? Wie würde ich das erzählen, wenn jemand mich fragen würde? Und manchmal fragen ja auch Leute direkt, was ist da eigentlich passiert? Weil letztendlich ist ja unser ganzes Leben sozusagen eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und wenn wir das nur uns passieren lassen, dann kommen wir am Ende immer als Verlierer dieser Sache raus. Und bei mir gibt es dann mehrere Punkte, die ich erzähle, wo das genau der Moment einer Befreiung ist, ja? Worte für etwas zu finden und die eigene Geschichte zu erzählen. Ja? Das heißt nicht irgendwie eine schräge Version davon zu erzählen, sondern einfach in eigenen Worten zu sagen, was da für mich passiert ist. Und es gibt gleichzeitig diese blöde Situation, dass wenn wir über so unangenehme Sachen sprechen, wie Missbrauch oder Belästigung oder so, Leute dann sagen, ja, du machst dich halt zum Opfer, so, was willst du jetzt? So, es ist halt irgendwie so, oh ja, du bist so diskriminiert, so. Und es gibt ein riesengroßes Problem, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen irgendwie Ländern und Sprachen, wenn Leute, die zu entweder Minderheiten gehören oder auf jeden Fall nicht zu der Gesellschaftsgruppe mit der größten Macht, Diskriminierung ansprechen, dann wird ihnen oft vorgeworfen, dass sie sich komplett zum Opfer stilisieren wollen. Also sich selbst und ihr ganzes Leben und alles, was ihnen immer wieder passiert und so. Und dass sie einfach nicht so rumrollen sollen, sondern sich zusammenreißen und klarkommen. Und ich glaube, dass man auch diese Sicht auf sich zum Opfer machen komplett umdrehen kann, weil ich denke, zum Opfer ist man in dem Moment geworden. Ja? Egal, ob das was Kleines war, ein kleines Nerviges oder ein tatsächlicher Gewaltakt. Aber das ist schon passiert. Und in dem Moment, wo wir es in die Hand nehmen und drüber sprechen, entopfern wir uns, weil wir unsere eigene Sache draus machen, indem wir unsere Variante davon erzählen. Und das ist eigentlich der befreiende Moment, wo man wieder Akteur wird in einer Situation, wo man vorher Objekt war. Und ja, deswegen ist das wichtig. Ja, vielen Dank. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Sprache. Wenn es um Feminismus geht, dann gibt es ja immer große, ausgelassene Debatte rund ums Gendern. Und ich wollte es mal kurz aufgreifen. Es ist ja so, dass Menschen, die eine inklusive Sprache, also eine, die versucht, niemanden auszuschließen, wenn Menschen auf so eine Sprache achten, wird ihnen dann von einigen gern politische Korrektheit vorgeworfen oder Political Correctness. Was auch spannend ist, wenn man sich anschaut, wo der Begriff ursprünglich herkommt. Der ist ja vor 30 Jahren schon von Rechten und Konservativen dafür benutzt worden, um sich über respektvolle Sprache lustig zu machen. Du selbst würdest dich sicherlich nicht als Gendermeisterin bezeichnen, aber ich wollte gerne mal wissen, wie hältst du es selbst mit geschlechtergerechter Sprache und was denkst du, wenn Leute geschlechtergerechte Sprache vehement ablehnen?
Ja, schwieriges Thema. Ich versuche das überall da zu machen, wo es mir auffällt, aber mir rutscht das auch manchmal durch. Wenn Leute das so sehr ablehnen, dann finde ich immer wichtig zu gucken, aus welchen Gründen sie es ablehnen. Und es ist so, dass ein häufiger Vorwurf kommt, wenn es um schriftliche Sprache geht, wo Leute dann zum Beispiel Unterstriche benutzen oder das Binnen-I oder Sternchen oder was auch immer gerade irgendwie so en vogue ist. Leute sagen, ja, es ist nicht schön, es sieht irgendwie scheiße aus. Und das ist ein Argument, was ich immer sehr, sehr verdächtig finde, wenn es nicht von Dichterinnen oder Dichtern kommt, weil ich glaube, dass die allermeisten Leute sich um so die Ästhetik von Worten eigentlich meistens nicht so viel Gedanken machen, aber dann plötzlich, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann sind sie so, ja, ist halt hässlich. Das finde ich sehr, sehr suspekt, um gleich zu entkräften. Dann gibt es sowas wie, sie sagen, ja, es stört meinen Lesefluss oder so, dann kann man halt so drauf verweisen, dass zum Beispiel wir das ja mit dem SZ und Doppel-S auch irgendwie hingekriegt haben und wir jetzt inzwischen, wenn wir irgendwie die FAZ lesen und die immer noch irgendwie das mit SZ schreiben, wir so denken, und das kriegt man schon hin, so, dass man sich irgendwie umstellen kann. Und dann gibt es Leute, dass die halt dann sofort irgendwie mit politischer Korrektheit kommen, so als Slogan, als wäre dann alles klar, so. Und das finde ich auch mega schräg in Deutschland, weil Deutschland ein Land ist, das so stolz darauf ist, korrekt zu sein in vielen Sachen, ja, und sich auch noch als Land der Richter und Denker irgendwie stilisiert und dann aber sagt, ja, aber da wollen wir nicht korrekt sein, so. Ja, da wollen wir halt irgendwie, auch wenn eine Gruppe von 99 Frauen und einem Mann ist, wollen wir halt sagen, so, die Sänger oder so. Das ist ja so, wie der Duden das definiert. So, sobald ein Mann dabei ist, können wir das männliche Wort benutzen. Und das finde ich ziemlich schräg, so vom Selbstbild her, dass man so sagt, ja, ja, nee, das passt schon so, wie wir das immer gemacht haben. Weil man in anderen Bereichen auf Innovation ja auch irgendwie stolz ist. Ja? Also niemand benutzt heute irgendwie noch so Kabeltelefon, weil das war halt irgendwie immer schon so. Und, ja? Also irgendwie kriegt man es in anderen Bereichen auch hin. Und ich verstehe eine gewisse Skepsis, wenn es diese Neuerungen gibt, weil Sprache etwas sehr Intimes ist. Also einerseits ist es was Öffentliches, aber andererseits ist es auch das, so eine Art, wie wir uns mitteilen. Und das kann halt sich total merkwürdig anfühlen, wenn man so Dinge anfängt zu ändern, die man immer so gemacht hat. Ja? Und das ist ein Prozess, der anstrengend ist. Ja? Und man ertappt sich dann bei Sachen und dann macht man Fehler und so. Und das kostet irgendwie Energie. Ja? Und Leute wollen das halt lieber einsparen. Und gleichzeitig sind aber Leute, die dann mit politischer Korrektheit kommen, eigentlich oft die, die eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was sie für korrekt halten. Nämlich das Alte. Und anderen dann wieder vorwerfen, ja, das ist jetzt irgendwie das Richtige und so. Dabei sind die neuen Formen, die vorgeschlagen werden, ja oft so eher so experimentelle Dinge und meistens, also Leute, die irgendwie halbwegs sympathisch sind, sagen dann auch so, ja, das finde ich sinnvoll oder das und sagen halt nicht so, du musst da jetzt irgendwie einen Unterstrich machen, sonst bist du irgendwie Nazi oder so. Also so laufen diese Diskussionen ja eigentlich nicht. Und deswegen finde ich diesen Begriff politischer Korrektheit oft einfach komplett fehl am Platz. Und das ist aber immer noch so drumherum gelabert. Und wenn man sich dann aber anguckt, wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Personalpronomen für Leute, die nicht irgendwie binär gegendert sind, so wie spricht man mit denen oder so. Es ist ja immer nur ein Problem, diese Worte zu suchen, sage ich jetzt sie oder er oder wie, so, wenn man über die Leute redet, wenn man sie anspricht, sagt man halt du. So, das ist eigentlich ziemlich simpel. Und das, finde ich, sagt viel darüber aus, wie diese Diskurse verlaufen, weil Leute sagen so, ja, es ist irgendwie so zu kompliziert und wie soll ich mit denen reden und so. Ja, sag halt den Namen, so zum Beispiel. Und dann du oder sie oder ihr, so. Und höchstens, wenn man halt über die reden will, ohne sie selbst zu kontaktieren, dann kann man halt irgendwie verwirrende Situationen haben. Aber meistens lässt sich das irgendwie klären. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, das ist von Maggie Nelson, das heißt Argonauten. Und sie spricht darüber, über eine Person, mit der sie eine Beziehung hat, die weder männlich noch weiblich ist. Und schon nachdem sie irgendwie tausendmal Sex hatten,
weiß sie eigentlich immer noch nicht, welches Pronomen richtig wäre und traut sich aber nicht zu fragen, weil irgendwie hatten sie halt schon total oft, also sie waren sich halt schon so sehr, sehr nah und dann ist es irgendwie komisch zu fragen, ob man irgendwie sie oder er sagen soll. Und das könnte man so als eine Situation mit einem Problem von politischer Korrektheit oder so nennen, wäre aber mega strange in einer Beziehung. Und sie schreibt aber darüber so, es ist eine irgendwie, sie entwickelt eigentlich fast so eine eigene Kunst darüber, mit dieser Person so zu sprechen, dass sie dieses Thema komplett umgeht, indem sie halt immer den Namen benutzt oder direkte Ansprache oder so. Und sie nennt es irgendwie eine Orgie von sprachlicher Genauigkeit oder so, weil es halt so, weil es schon auch was Leidenschaftliches ist, ja. Und sie, ich meine, sie liebt die Person. Und es ist nicht so, dass sie denkt, wie ist es jetzt richtig oder so, sondern sie will einfach sich den Tag nicht versauen lassen von irgendwelchen kleinen Wörtern. Und das finde ich ganz schön, das zeigt so ein bisschen diesen Widerspruch, dass es nicht nur darum geht, etwas falsch oder richtig zu machen, sondern auch Sachen auszuprobieren und irgendwie zu sagen, so könnten wir es ja auch machen. Und ja, also ich glaube, im Bereich so Sprache und politische Korrektheit ist eigentlich die Bringschuld oder so ein, bei denen, die einfach mal klarkommen sollten, dass Dinge sich verändern. Alles klar, vielen Dank. Meine letzte Frage geht in eine ganz andere Richtung, nämlich sprichst du später im ersten Kapitel auch über Wut und sagst, dass es ganz wichtig wäre, wenn man Mädchen beibringen wollte, beibringen würde, ihre Wut zu behalten. Du sagst, sowohl Wut als auch Gelassenheit sind wichtig für ein selbstbestimmtes Leben. Und es klang irgendwie für mich so widersprüchlich und es ist ja gleichzeitig auch total schwer, gelassen zu bleiben beim Anblick von Ungerechtigkeiten. Und andererseits ist es schwer, Wut zu zeigen, wenn man gerade als Frau, Sternchen, seit Kindheit an auf Harmonie und Nachgiebigkeit getrimmt worden ist. Und wenn Frauen dann mal Wut zeigen, werden sie ganz oft dafür gemaßregelt und doch gebeten, mal ein bisschen freundlicher zu sein. Deshalb jetzt ein bisschen überspitzt gefragt, wie sind wir denn gelassen wütend? Ja, also ich empfehle das tatsächlich immer beides im Doppelpack zu kaufen sozusagen, weil es ist eine so ganz typische Sache, die oft gesagt wird, wenn von Feminismus gesprochen wird, dass man sagt, ja genau, Frauen müssen wieder wütend werden, sie müssen lernen, wütend zu sein. Und ich glaube, das ist so ungefähr ein Viertel der ganzen Sache, weil ja, das stimmt, Frauen müssen ja lernen, wütend zu sein, würde ich schon sagen, das ist nicht ganz richtig, weil man muss Gefühle nicht lernen, man kann höchstens lernen, sie nicht zu verdrängen und das ist was anderes, weil eigentlich ist es da und es ist ein Gefühl, was Leute irgendwie natürlicherweise haben, wenn was schiefläuft. Aber Frauen müssen nicht nur lernen, wütend zu sein, sondern der Rest der Welt muss auch lernen, damit klarzukommen. Und dann nicht einfach nur zu sagen, oh Gott, sie ist wieder so anstrengend, sie hat ihre Tage. Weil das etwas ist, was dann im Zweifel passiert. Und dieses Bild irgendwie der feministischen, hysterischen Furie, die sich einfach nur aufregt über Sachen und irgendwie Stress macht, was ja sehr oft irgendwie dann gebracht wird, verdeckt halt den Rest der Diskussion, wo halt der Inhalt wäre, um den es geht. Also es wird ja oft irgendwie dann auch so, selbst wenn Leute es geil finden und so von irgendwie so Angry Young Women sprechen und so, dann ist es ja auch oft so, dass irgendwie dieses Gefühl im Mittelpunkt steht, aber eigentlich geht es ja um was. Es gibt ja ein Problem. Es geht nicht nur darum, dass es knallen soll. So, dann kann man auch andere Sachen machen. Und deswegen glaube ich, man sollte Wut einerseits, ja, aber irgendwie soll man sich, wenn geschrien wird, auch anhören, was geschrien wird. Und das andere ist Gelassenheit, weil Wut und Gelassenheit beides Arten sind, mit Konflikten umzugehen, die Mädchen oder Frauen nicht unbedingt nahegelegt werden. Also Gelassenheit heißt zum Beispiel, dass man auch lernt, Konflikte auszuhalten und Widersprüche auszuhalten und nicht diejenige sein zu müssen, die sagt, nee, komm, wir reden da jetzt drüber, setz dich mal hin und erzähl mir, wie es dir geht, sondern auch einfach sagt, so ist egal, muss ich nicht machen. So. Und das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist, man geht das aktiv an und versucht es irgendwie zu klären und kämpft dafür und das andere ist so, ja, nö, ist jetzt nicht meins. Und beides sind Arten, auf Probleme zu reagieren, die einem helfen, im Leben klar und weiterzukommen. Und ich finde nicht gut, wenn man sich dabei immer nur auf Wut konzentriert, auch weil es dem Charakter vieler Leute gar nicht entspricht. Die wollen ja gar nicht immer Stress haben, so ist ja auch irgendwie ätzend.
und nicht immer streiten und so. Und da von Frauen üblicherweise in weiten Kreisen erwartet wird, dass sie diejenigen sind, die so das machen, was emotionale Arbeit genannt wird, und sich darum kümmern, Harmonie herzustellen und dass es allen gut geht, finde ich auch eine sehr relevante Fähigkeit, einfach mal drauf zu scheißen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum großen Thema Weltherrschaft im Alltag. So nennt sich das fünfte Buch in deinem das fünfte Kapitel in deinem Buch, so rum. Und darin machst du klar, dass feministische Weltherrschaft keine Option ist, und ich bin gespannt. Weltherrschaft im Alltag. Pinky und Brain versuchen das jede Nacht. Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. So beginnen alle Folgen der Zeichentrickserie über zwei Labormäuse, die große Pläne haben. Einmal versuchen sie zum Beispiel, die Menschheit mit vergifteten Pfannkuchen zu hypnotisieren, und alles läuft ihr am Schnürchen, bis sie feststellen, dass die Menschen die Pfannkuchen nur deshalb so gerne essen, weil Pinky das bittere Gift nicht in den Teig gemischt hat. Sie scheitern immer wieder und fangen jeden Abend von vorne an. Spätestens wenn man ein paar dieser Folgen gesehen hat, weiß man, dass Welteroberung eine komplizierte Sache ist. Menschen stellen sich dabei nicht viel schlauer an als Pinky und Brain. Es hat nie einen König gegeben, der die gesamte Welt regierte, und eine Königin auch nicht. Dafür gibt es viele Filme, Theorien, Witze über Weltherrschaft, und mal sind es Katzen, die NSA oder Roboter, mal Kakerlaken oder Bösewichte mit Sonnenbrillen, die die Welt erobern wollen. Auch über Feminismus gibt es solche Sprüche. Als wäre das Ziel des Feminismus, das starke Geschlecht der Männer durch das neue starke Geschlecht der Frauen zu ersetzen und eine Weiberherrschaft zu etablieren. Aber feministische Weltherrschaft ist keine Option. Erstens, weil Weltherrschaft generell keine Option ist, und zweitens, weil es um die Abschaffung von Herrschaft geht und nicht um ihre Umkehr. Um Weltherrschaft geht es trotzdem, aber anders. Einige Menschen sehen ihr Verhältnis zu Politik so: bringt nichts, zu faul, die Welt ist schlecht und kompliziert, und Politik soll mich in Ruhe lassen. Die Welt aber besteht aus dem um uns herum und Herrschaft aus dem, wie Menschen sich verhalten, auch wir selbst. In diesem Sinne geht es bei politischem Handeln immer um Formen der Weltherrschaft. Wer nimmt welchen Teil der Welt für sich in Anspruch, mit welcher Begründung, welchen Zielen und welchen Folgen? Das gilt im Kleinen wie im Großen. Wir können versuchen, da, wo wir sind, Unterdrückung abzuschaffen, und wir können versuchen, unsere eigene Welt zu beherrschen. Herrschaft wandert in die Menschen ein, so heißt es bei Adorno. Und es ist mühsam, sie daraus zu pulen. Denn Herrschaft ist nichts, was man immer auf den ersten Blick erkennt. Sie wirkt innerlich in unserem Denken und Handeln und äußerlich in der Politik, in Gesetzesänderungen und Gerichtsurteilen, in den Medien, in Bildung und Erziehung, in der Wirtschaft, im Gesundheitsbereich, in der Sprache, in der Kunst, in der Ernährung und im Sport, in der Technik, in den Religionen. In all diesen Bereichen kann Veränderung stattfinden, was ein wichtiger Gedanke ist, wenn mal wieder jemand sagt, der Unterstrich oder die Frauenquote werden die Welt nicht retten. Genau wie Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben, das war das Kapitel davor, hilft Wissen über die Welt, in ihr klarzukommen. Und manchmal ist es Wissen, das verdrängt wird. Über Anarchismus und Feminismus lernt man selten etwas in der Schule, vermutlich, weil man dann aufhören würde, zur Schule zu gehen. Am Ende vom Kapitel, das, was ich jetzt nicht lesen werde, erkläre ich, warum ich glaube, dass intersektionaler Feminismus und Anarchismus letztlich dasselbe waren. Bei all den sexuellen und geschlechterbezogenen Fragen sind wir weit von einer flächendeckenden Aufklärung mit Mindeststandards entfernt. Wir wissen, dass wir uns täglich die Zähne putzen sollen, wie man ein Bankkonto eröffnet oder wie man jemanden in die stabile Seitenlage bringt. Aber wie wir uns verhalten sollten, wenn wir in eine Situation von sexualisierter Gewalt oder Belästigung geraten, wissen wir nicht unbedingt. Frauen haben immer noch nicht alle Freiheiten, die sie haben könnten, Männer auch nicht. Aber sie bekommen heute ihren Platz in der Gesellschaft nicht mehr zugewiesen, indem sie angeherrscht werden, zurück in die Küche weiben. Stattdessen wird ihnen zugezwinkert. War doch nicht so gemeint, komm, hab dich nicht so. Der Ton ist ein anderer, die Machträume sind andere, aber die Fragen sind dieselben. Wie viel Selbstbestimmung darf sich ein Mensch erlauben?
Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen, wirkt manchmal so, als wolle man die Gräben zwischen ihnen vertiefen, obwohl man sie auf Dauer abschaffen will. Ein nerviges Dilemma, aus dem man nicht rauskommt, solange man Probleme benennen will. Wir müssen zeigen, nach welchen Kriterien sich Reichtum und Erfolg, Gesundheit und Lebensdauer, Gewalt und Leid verteilen, wenn wir wollen, dass alle dieselben Chancen auf ein glückliches Leben haben. Auch wenn oder gerade weil das die Kriterien sind, die wir auf Dauer abschaffen wollen. Es kann sein, dass wir uns sexuell komplett frei fühlen, selbstbestimmt und nicht nach Geschlecht diskriminiert. Aber wenn das daran liegt, dass wir zu dem Teil der Menschen gehören, die heterosexuell sind, nie Gewalt erfahren haben und außerdem in einer steuerbegünstigten Ehe leben, dann ist das eine trügerische Freiheit, denn sie beruht auf Glück und Zufall. Wir ignorieren gern alles, was unserem Selbstbild widerspricht. Wir wissen aus Studien, dass es Frauen in unangenehmen Situationen oft schwerer fällt, sich zu wehren, als sie zugeben würden. Im ersten Teil einer Untersuchung von 2009 wurden Studentinnen gefragt, wie sie sich verhalten würden, wenn ein Kommilitone sie in einem Chat sexuell belästigen würde. Im zweiten Teil der Studie passierte die Belästigung tatsächlich. Obwohl fast zwei Drittel der Teilnehmerinnen im ersten Teil gesagt hatten, sie würden den Chat abbrechen und sich bei der Chatleitung beschweren, tat dies im zweiten Teil der Studie nur eine einzige von 78 Frauen. So ein Zwiespalt zwischen Selbstwahrnehmung und Realität ist einerseits menschlich und andererseits gefährlich. Menschlich ist er, weil wir Verdrängung brauchen, um zu leben, genau wie wir vermeintliche Gewissheiten brauchen. Wir können nur überleben, wenn wir uns ein Weltbild schaffen, in dem wir klarkommen. Wir müssen Probleme ausblenden, Fragen ignorieren, spätestens seit es Massenmedien gibt. Wir wären handlungsunfähig, wenn uns alles Leid der Welt stets präsent wäre. Oder wenn wir ständig alles anzweifeln würden, denn dann wüssten wir nicht mal, ob die Straße noch da ist, wenn wir das nächste Mal vor die Tür treten, und das wäre ein schlechtes Gefühl. Gefährlich ist das, weil uns dann das Leben auf die Fresse gibt und wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir vorher nicht sehen wollten. Es hilft, sich zu informieren und nachzufragen, wenn uns etwas merkwürdig erscheint oder uns verunsichert, sei es in kleinen oder in großen Fragen. Was dabei herauskommt, ist eine Haltung, die uns dazu bringt, uns seltener verarschen zu lassen oder unterdrücken zu lassen. Denn solange nichts passiert, brauchen wir keine Haltung. Aber sie zu entwickeln, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, kann zu spät sein. Es können auch mikroskopisch kleine Situationen sein wie die folgende. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich mit einem BWLer geschlafen. Miro aus der WG über uns. Der Sex war okayer Sex nach einer Party, die bei uns im Haus stattgefunden hatte, nichts zu meckern. In den Monaten danach war er ein bisschen anhänglicher als nötig. Er fragte oft, wann wir uns wiedersehen, und ich sagte meistens keine Zeit. Außer einmal, da waren wir Falafel essen. Irgendwann zog er aus der WG aus, der Kontakt brach ab. Ein oder zwei Jahre später treffe ich ihn beim Einkaufen wieder. Smalltalk. Er erzählt, dass er einen neuen Job hat. Ich frage, was das denn ist, so ein Sales Management Recruiter. Dann fragt er, ob ich noch diese Philosophielesekreise mache, und ich sage, ja, mehrere, einen zu Hegel, einen zur Antike, und außerdem überlege ich gerade mit ein paar anderen, einen Feminismus-Lesekreis zu gründen. Er lacht. Feminismus, komm, so schwanzabmäßig. Ich sage, ja, genau. Wir sind gerade dabei, uns wieder zu verabschieden, da fragt er, soll ich dir mal verraten, was ich echt bereut habe? Ich hätte dich damals einfach mal so vom Markt nehmen sollen. Vom Markt nehmen, frage ich. Ja, vom Single-Markt. Ja, schon verstanden, sage ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals Single war. Ich hätte einfach mit dir gehen sollen, sagt er, für eine gewisse Zeit. Okay, sage ich, und jetzt muss ich lachen. Auf dem Weg nach Hause vom Einkaufen frage ich mich, warum ich das so bizarr finde. Vom Markt nehmen, okay, er ist BWLer. Aber das ist es nicht. Das Komische ist, dass er denkt, es hätte in seiner Macht gelegen, dabei war ich ja diejenige, die ihm ständig abgesagt hat. Ich weiß nicht, ob es ironisch war oder unbeholfen oder ob er wirklich denkt, er hätte die geheime Superkraft, mich irgendwo wegzuschnappen, obwohl ich offensichtlich nicht so interessiert war. Er hätte ja auch sagen können, schade, dass wir uns damals nicht öfter gesehen haben. Aber offenbar hat er ein klares Bild davon, wer erobert und wer erobert wird. Als ich zu Hause bin, schreibe ich Miro, sag mal, wie nennt man jemanden vom Markt? Und er antwortet,
Man sagt, du bist jetzt mein Girl. Ich schreibe, verstehe, hatte mich das gefragt. Er schreibt, aber verstehe mich nicht falsch, ja? Ich mag aktive Frauen. Ich habe eine Ahnung, auf welchen Bereich sich dieses Aktivsein bezieht. Er schreibt, finde gut, dass du fragst, frech sein ist sexy. So endet unser Chat. Weil ich, genau wie Miro, immer noch keine konkrete Vorstellung davon habe, was Feminismus ist und diese ganze Gender-Sache, fange ich bald darauf an, ein Soziologie-Seminar über Geschlechterverhältnisse zu belegen. Mein erstes Gender-Studies-Seminar. Und für die nächsten Jahre vorerst das letzte, denn ich fühle mich da so unwohl, dass ich am liebsten schreiend rausrennen würde. Inhaltlich finde ich alles interessant, aber gefühlsmäßig will ich abhauen. Ich halte ein Referat über hegemoniale Männlichkeit, etwas, worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht hatte. Die Idee ist, dass es in einer Gesellschaft nicht einfach nur Männlichkeit und Weiblichkeit gibt, sondern verschiedene Formen davon. Unter den Varianten von Männlichkeit gibt es dominante, unterdrückte und komplizenhafte und sie ändern sich im Laufe der Zeit, wobei bei uns traditionell heterosexuelle und weiße Männer die dominante Gruppe bilden. Wir lesen Aufsätze des Soziologen Georg Simmel, der 1911 schrieb, dass alle Äußerungen der Frauen nicht als allgemein menschlich, sondern zugleich als spezifisch weiblich empfunden werden gegenüber den als rein sachlich charakterisiert empfundenen Wesensäußerungen des Mannes. Ich schreibe an den Rand, geht's noch? Dabei hat Simmel sogar heute noch recht. Es ist weit verbreitet, Frauen als Menschen mit Geschlecht zu betrachten und Männer als Menschen. Chefinnen haben einen weiblichen Führungsstil, Männer einen eigenen. In einem anderen Aufsatz gibt es eine Tabelle mit Merkmalen, die häufig mit Männern oder Frauen verbunden werden. Männer, Außenweite, öffentliches Leben, Aktivität, Energie, Kraft, Willenskraft, Festigkeit, Geist, Vernunft, Verstand, Tugend, Würde. Frauen, Innen, Nähe, häusliches Leben, Passivität, Schwäche, Ergebung, Hingebung, Bescheidenheit, Liebe, Güte, Gefühl, Keuschheit, Taktgefühl und Schönheit. Wir lesen einen Artikel aus der Zeit, der Ihr Verlierer heißt. Ich schreibe neben die Überschrift Chill mal. Die Autorin sieht eine Krise der Männer, für die harte objektive Fakten sprechen. Jungs stottern viermal so oft wie ihre Schwestern. Männer werden 12-mal so oft des Raubmords verdächtig wie Frauen. Es gibt immer weniger Jobs, für die man Körperkraft braucht und immer weniger Schauspieler, die wie Stierkämpfer aussehen. Und dann lesen wir wieder Texte über Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt. In meinen Notizen steht Scheiße für alle. Die Wirkung dieser Texte ist bei mir paradox. Ich fühle mich magisch angezogen und gleichzeitig beleidigt und provoziert. Das alles soll immer noch gelten? Ich, rumvögelndes Hippie-Mädchen, soll davon betroffen sein? Und dennoch weiß ich, es ist nicht so falsch. Es ist vermutlich sogar ziemlich richtig. Die Sache wird zusätzlich dadurch erschwert, dass in dem Seminar ein paar Leute sitzen, die die Diskussion dominieren und mir Angst machen. Unter ihnen ist eine Person, die immer wieder schimpft, dass ihr diese ganze Zweigeschlechtlichkeit auf den Sack geht, ihr auch im Seminar hier alles zu lasch sei und man endlich anerkennen müsse, dass ein Großteil von Babys nicht mit eindeutigem Geschlecht geboren wird und dann heimlich umoperiert wird. Sie sagt, es gäbe so viele Menschen, die mit einem Mikropenis oder einer Megaklitoris geboren werden und ich denke immer nur, was? Und schreibe mir Begriffe auf, die ich zu Hause googeln will, weil ich mich nicht traue, nachzufragen. So viel zu weiblicher Schwäche und Häuslichkeit. Weil ich die Atmosphäre im Seminar so unangenehm finde, gehe ich nicht mehr hin, sobald ich die Leistungsanforderungen erfüllt habe. Ich will diese ganzen Sachen wissen, aber ich will sie in Ruhe lernen. Die Sache mit den Mikropenissen bleibt mir hartnäckig im Kopf hängen. Ähnlich wie ich mir aus dem Proseminar Soziologie des Essens gemerkt habe, dass Ameisenigel kein Arschloch haben. Wusstet ihr das? Das ist so, dass Ameisenigel und Schnabeltiere aufgrund irgendwelcher evolutionärer Special-Geschichten sich anders entwickelt haben als andere Säugetiere und sie haben eine Kloake, so ähnlich wie Vögel, wo Ausscheidungskrams und Geschlechtskrams zusammengelegt ist. Ja. Was auch bleibt, ist die Feststellung, dass das Wort Gender überhaupt nicht einheitlich definiert ist. Es gibt zwar die aus dem Englischen stammende Unterscheidung zwischen Sex und Gender, Sex beschreibt die biologischen Aspekte von Geschlecht und Gender, die sozialen,
Aber es gibt zwischen denen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, völlig unterschiedliche Meinungen dazu, was von dieser Unterscheidung zu halten ist und wie Sex und Gender zu definieren sind. Während einige finden, Sex sei natürlich festgelegt und Gender gesellschaftlich konstruiert, sagen andere, dass beides konstruiert sei, oder sie bezweifeln, ob die Trennung überhaupt einen Sinn ergibt. Im öffentlichen Diskurs hingegen ist Gender ein Sammelbegriff für alles von Frauenquote bis Federboa. Die Anti-Gender-Streitschriften, die auch im feinsten Feuilleton stehen, richten sich dabei gar nicht in erster Linie gegen Frauen oder queere Menschen an sich, in zweiter Linie teilweise trotzdem, sondern vor allem gegen die Vorstellung einer akademisch-verschwörerischen Elite, die neue Regeln diktiert, die aufgrund ihrer fremdartigen Sprache in Verbindung mit Gerüchten über die Verschwulung von Kindern als bedrohlich und bekloppt zugleich wahrgenommen werden. Die Sexualpädagogin Carla Etchenberg sprach in einem Radiointerview über Aufklärung im Unterricht davon, Propaganda für verschiedene Lebensweisen sei nicht Aufgabe der Schule. Sie sei zwar für Akzeptanz, aber es gäbe immerhin, Zitat, sehr viele Menschen, die ohne Kontakt und ohne Beschäftigung mit sexueller Vielfalt sehr zufrieden ihre Sexualität leben. In einem Interview mit der Taz erklärte sie, es gäbe ja neuerdings, Zitat, die ernst gemeinte These, das biologische Geschlecht sei kulturell gemacht. Aber der Fortbestand der Menschheit ist auf zweigeschlechtliche Wortpflanzung angewiesen. Zitat Ende. Als müsse man nichts Geringeres als den Untergang der Menschheit herbeifantasieren, nur weil festgestellt wurde, dass nicht alle Menschen exakt weiblich oder männlich sind. Die Fruchtbarkeit von Menschen ändert sich ja nicht in dem Moment, in dem sie das erfahren. Wenn etwas als Bedrohung beschrieben wird, muss es hinreichend Unsicherheit erzeugen. Das Traurige ist, wie selten versucht wird, diese Unsicherheit mit Informationen zu füllen. Stattdessen wird sie durch Begriffe wie Genderwahn, Ideologie oder Propaganda verstärkt. Wenn in der Welt erklärt wird, wie der Genderwahn deutsche Studenten tyrannisiert und es in der FAZ heißt, die Genderideologie spaltet das Land, dann liest sich das nicht so, als sei hier noch eine Diskussion auf Augenhöhe möglich, sondern als arbeite hier tatsächlich ein Haufen Irrer an einer perversen Weltherrschaft. Bei anderen Wissenschaften, die die Grenzen zu überschreiten versuchen, sind die Leute irgendwie gnädiger. Würden wir Astrophysik so behandeln wie Gender Studies, würde uns schneller auffallen, wie dämlich das ist. Ihr wollt zum Mars, die Erde reicht euch wohl nicht. Seit tausenden Jahren leben Menschen auf der Erde und jetzt werden Milliarden an Steuergeldern dafür verschwendet, dass ein paar größenwahnsinnige Verrückte im All rumtoben. Das ist gegen die Natur. Oft wird versucht, Leuten, die Gender Studies betreiben, ihre wissenschaftliche Expertise abzusprechen, weil sie ja betroffen und nicht neutral sind. Weil sie nicht nur forschen und publizieren, sondern auch noch genderqueer, transgeschlechtlich, homo- oder bisexuell sind und mit ihrer Arbeit politische Ziele verfolgen. Was für eine Vorstellung ist das? Außenseiter könnten nicht über die Gesellschaft forschen. Was für eine Vorstellung, sie könnten nicht lesen, Daten erheben, rechnen, schlussfolgern, fragen, denken, all diese Dinge, die Forschung ausmachen. Was für eine Vorstellung, der heterosexuelle verheiratete Politikprofessor hätte im Gegensatz zur geschlechtlich non-binären Lehrbeauftragten in irgendeiner Weise eine neutralere Position. Eine bequemere, ganz sicher, aber keine richtigere oder ungefärbte. Studiert denn der Unternehmersohn neutral BWL? Studiert das Kind einer Lehrerin und eines Gefängniswärters neutral Sozialpädagogik? Forscht die Medizinerin, deren Vater an seinem Alkoholismus starb, neutral an Psychopharmaka? Setzt der Chemiker, der sich für leichtere Prothesenmaterialien begeistert, weil er dann eines Tages vielleicht Volleyball spielen kann, sich aus den falschen Gründen dafür ein? Wollen sie alle nicht die Welt in einer Weise mitgestalten, die völlig berechtigt ist? In der Theorie bekennen wir uns alle zu Gleichberechtigung und Freiheit, aber der Weg dahin ist steinig und jeder Tag, an dem Menschen Rechte verwehrt werden, ist einen Tag zu viel. Wer so tut, als wäre es übertrieben zu erforschen, warum das immer noch so ist, macht diese Menschen unsichtbar. Starke Frauen, die im Leben klarkommen und erfolgreich sind, werden gern nicht nur als Beleg für die Nutzlosigkeit von Gender Studies gesehen, sondern auch als Beweis dafür, dass die, die über Diskriminierung sprechen, kindisch rumheulen und sich nur zum Opfer machen. Denn wir Menschen mögen Geschichten von Menschen, die es trotzdem schaffen, weil wir Heldengeschichten mögen. Wir klicken YouTube-Videos von kopftuchtragenden Metal-Gitarristinnen oder schlagzeugspielenden Kindergartengirlen und finden sie geil, aber eben auch, weil wir gleichzeitig fühlen, dass da jemand etwas Besonderes tut, das unsere Erwartungen durchkreuzt.
Wenn mich heute jemand fragt, ab wann ich mich als Feministin bezeichnet habe, kann ich das nicht so genau sagen. Aber irgendwann bekam ich den Verdacht, dass die Gleichberechtigung sich doch nicht von alleine ergibt, wenn alle genauso weitermachen wie bisher, mich eingeschlossen. Dass es nicht reicht, individuelle Freiheiten trotz Ungerechtigkeit zu erlangen, sondern dass die Gründe für die Ungerechtigkeit weg müssen. Dankeschön. Bevor wir jetzt gleich für Fragen aus dem Publikum öffnen, noch eine abschließende Frage. Gerade im Feminismus sprechen wir oft über die Probleme, die es abzuschaffen gilt, aber leider oft zu wenig über die Ziele von politischen, feministischen Kämpfen. Und am Ende dieses fünften Kapitels sagst du, die Idee des Anarchismus kann uns helfen zu verstehen, wo es hingehen soll mit der Freiheit. Und wer sich mit Anarchie jetzt noch nicht so weitestgehend beschäftigt hat oder Vorurteile hat, denkt dann jetzt vielleicht an Chaos oder Räume ohne jegliche Ordnung. Kannst du vielleicht deshalb ganz kurz mal deine Idee einer feministischen Zukunft entwerfen und erklären, wie da der Anarchismus mit reinspielt? Ja, also es ist so, dass ich am Ende von dem Kapitel, aus dem ich jetzt gelesen habe, komme ich dazu, dass eigentlich für mich beides dasselbe ist, Feminismus und Anarchismus. Aber es ist natürlich völlig unsinnig, den komplett unklaren Begriff des Feminismus mit dem komplett unklaren Begriff des Anarchismus zu erklären oder beide zusammenzutun, als würde es irgendwas verbessern. Also man muss schon sagen, was man damit meint. Und das ist lustig mit der Anarchie, weil einerseits ist das Anarchiezeichen, glaube ich, eines der am häufigsten so im öffentlichen Raum irgendwo hingesprayten oder in Tische gekratzten oder irgendwo mit Edding draufgemalten politischen Symbole, die wir so sehen. Aber was wir in der Alltagssprache unter Anarchie verstehen, ist oft das komplette Gegenteil von dem, was in der Theorie damit gemeint ist. Also wenn Leute Anarchie als Metapher benutzen, dann benutzen sie meistens als Metapher für Chaos, für gewalttätige Zustände, für eine Unordnung, wo keiner mehr irgendwie die Übersicht hat, was da eigentlich los ist, für Gesetzesfreiheit in dem Sinne, dass der Stärkere irgendwie regiert und letztlich für sowas wie Apokalypse. Und was mit Anarchie in der Theorie gemeint ist, ist eine Gesellschaft, die herrschaftsfrei ist, in dem Sinne, dass es nicht ein paar Leute oben gibt, die über die unten bestimmen, sondern dass Dinge auf Augenhöhe ausgehandelt werden, dass es statt Unterdrückung Abmachungen gibt und dass nicht die einen über die anderen bestimmen, sondern Leute miteinander über ihre Gemeinschaft. Und das ist, ich glaube tatsächlich, dass man das in der Schule nicht lernt, obwohl man irgendwie lernt, was Feudalismus und keine Ahnung alles Mögliche ist. Weil es, weil Schule so ist oder oft so ist, dass es dem so krass widerspricht, dass es Leute zu geil finden würden, von Anarchismus zu hören und dann würden sie halt auch von hinzugehen. Ist so eine Vermutung von mir. Und was ich, warum ich überhaupt darauf komme, wieso ich diesen Begriff raushole und nicht einfach nur, weil es irgendwie cool ist und alle sollen Punks sein oder so, sondern warum es für mich theoretisch auch Sinn macht, ist, dass eine der heutigen Richtungen im Feminismus, die es so gibt, ist Intersektionalität, also intersektionaler Feminismus. Und das ist aber nur eine davon. Also wenn man generell sagt, so ja, ich bin Feministin, dann ist damit eigentlich noch nicht so viel geklärt, weil man kann trotzdem irgendwie, man kann kapitalistisch drauf sein oder neoliberal oder super religiös oder unreligiös und man kann sehr viele sonstige Ansichten haben und gleichzeitig von sich behaupten, dass man Feministin ist. Und da gibt es einige, wo ich sagen würde, das passt überhaupt nicht zusammen. So. Also es gibt auch sehr nationalistische Frauen, die dann von sich sagen, ja, sie sind schon Feministin, aber sie wollen ja nur geile Rechte für weiße deutsche Frauen. So. Und dann ist das irgendwie nicht cool. Und es gibt andere, wo man sagt, ja, es gibt schon sowas wie zum Beispiel Ökofeminismus, wo es dann auch um Naturressourcen geht oder so, aber das ist ein anderer Schwerpunkt, als Leute haben, die sich um berufliche Dinge oder Gewalt oder so kümmern. Und so sind einige von diesen Bereichen irgendwie kompatibel und andere, würde ich sagen, da ist Feminismus nicht das richtige Label dafür. Aber was eine ziemlich sinnvolle und auch immer mehr verbreitete Strömung ist, ist die Sache mit der Intersektionalität. Und ich weiß nicht, das kennen vielleicht die meisten von euch, es geht darum, dass man sagt, wir können nicht
Feminismus als Einzelprojekt durchbringen, indem wir nur Diskriminierung nach Geschlecht und Sexualität und so weiter abschaffen und uns um die anderen Formen von Diskriminierung nicht kümmern. Das heißt, Diskriminierung, die Rassismus ist oder Klassismus oder nach Alter geht oder nach Herkunft im Sinne von, komme ich irgendwie von der Stadt oder vom Land oder aus dem Osten oder aus dem Westen oder lauter andere irgendwie Möglichkeiten, nach denen man Leute irgendwie sortieren kann und nach denen man sie auch unterdrücken kann. Und meistens werden diese Kategorien als Diskriminierungsformen bezeichnet, aber ich denke, dass man sie auch als Herrschaftsformen bezeichnen kann. Und wenn wir es ernst meinen, damit die abzuschaffen, dann steht am Ende eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Also das ist jetzt in der Theorie sozusagen sehr schnell geschlossen, aber ich glaube, das stimmt. Und die herrschaftsfreie Gesellschaft ist das, was der Anarchismus will. Und es ist auch historisch so, dass Feminismus und Anarchismus immer schon sehr eng verbunden waren. Es gibt irgendwie im Anarchismus viel mehr weibliche Theoretikerinnen, als es in vielen anderen so Geistesströmungen gibt. Und sie werden auch lustigerweise immer wieder mit denselben Vorwürfen sein beleidigt. Also auch in einem, ich weiß gar nicht von wann, das Lexikon von 1810 oder so, wo Anarchisten beschrieben werden als humpelnde Menschen mit schiefen Gesichtszügen, die irgendwie so schlecht für die Gesellschaft sind. Und sowohl Anarchisten und Anarchistinnen als auch Feministinnen und Feministen wurden oft als so eine Art Hexen irgendwie verschrien, ja? Oder also, was heißt als eine Art, manchmal tatsächlich als Hexen verbrannt, aber als irgendwie so eine zerstörerische, komische Kraft. Und ich glaube, dass diese zerstörerische, komische Kraft bei beiden dasselbe und das Richtige ist. Und deswegen finde ich gut, wenn man das beides zusammendenkt. Ja, vielen Dank.